So, das war das Kommando zum Auftakt. Jetzt kommen wir in den Flourish-Teil. Jetzt sehen Sie, jetzt wird die Base geworfen, um den Körper gedreht. Und genau auf eine bestimmte Zählzeit wieder Cross genommen. Zur Musik kann man sagen, hier wird gespielt ein sogenannter Six-Eight, ein Sechs-Achtel-Takt, der aus zwei Teilen besteht. Zum einen aus dem Piano-Part, in dem die Maze eben nur in dem sogenannten Roll Up and Down genommen wird. Und im zweiten Teil, im 40, den wir jetzt haben, oder Double 40, wird die Maze florischiert. Das heißt, sie wird natürlich geworfen, sie wird um den Körper gedreht. Und diese Einzelkriterien werden natürlich auch gewertet. Besonders bei dem Double 40 Part, wenn die Maze um den Körper bewegt oder geworfen wird, werden verschiedene Kriterien von den Wertungsrichtern bewertet. Nämlich im Einklang mit der Musik, das heißt mit dem Rhythmus. Zum anderen die Variation, das heißt wie viele verschiedene Arten werden dieses Florisieren zugeführt. Und dazu kommt auch noch die Schwierigkeit der einzelnen Florisch-Elemente. Jetzt sind wir wieder im Piano-Part. Hält mal ein bisschen. Jetzt kommt wieder der Doppelvorderpart. Und bei allem ganz besonders wichtig ist jetzt auch das Deportment des Drummakers. Das heißt, seine Körpersprache. Es muss eine gewisse Spannung auf dem Körper drin sein, aber trotzdem auch eine gewisse Lockerheit, die mit der Musik zusammen, mit dem Rhythmus im Einklang ist. Beides zusammen macht das Ganze zu dem kompletten, ja, zu der kompletten Ausstrahlung eines Drummakers. Auch die Kopfhaltung ist besonders wichtig. Wenn man sieht, wie die Drummakers zum Beispiel jetzt in den sogenannten Countermarks stehen, dann achten die Wertungsrichter auch besonders auf den Fußdrill. Das ist ja genau ausgeführt, wird. Es gibt bestimmte Bewegungsabläufe, vorgegebene Bewegungsabläufe, die laut World Service Pipeline Association im Manual vorgeschrieben sind. So, die ersten Drummakers gehen jetzt schon im sogenannten Marktime. Und jetzt gleich in der Pause. So ist folgerichtig von der Cut-Off für die Band. So, ganz tollen Applaus für unsere Competition-Teilnehmer.